Gerade habe ich ein längeres Video vorbereitet über Chan aufgrund des Essays, ne? Und haben noch gesagt, vielleicht fällt mir was Kurzes für zwischendurch ein. Und mir fällt was ein. Ich bin nämlich in diesen Ghibli-Film gegangen. The Boy and the Heron heißt der hier. Der Junge und der Reiher, glaube ich. Wie kann man das auf Deutsch so nennen? Ich hatte ja eigentlich das Studio gebeten, mir bekannt zu geben, wenn es da eine Pressevorführung gibt, beziehungsweise wenn der Film in Deutschland startet. Ich nehme mal an, es gab eine, habe das auch einem Kumpel gesagt, vielleicht hat er es auch vergessen, vielleicht gab es auch keine Pressevorführung. Man hat für den Film ja auch in Japan nicht viel geworben. Es könnte so der letzte von Miyazaki sein, der großen Macher hinter den Studio Ghibli, sagt man eigentlich. Und dann bin ich jetzt hier ins Kino gegangen, als ich erfahren habe, dass er in Deutschland startet, da war es schon ziemlich knapp, aber ich habe natürlich versucht, dieses Buch, das ich gemacht habe, Zen-Worte und Ghibli, das auch nicht gelaufen ist, das in Japan ganz gut lief, ne, wo ein Zen-Mönch als Fan sich dieser Animationsfilme outete und die Parallelen zu Zen besprochen hat, die ich auch sah, sogar in anderen Filmen teilweise als er oder auf andere Weise, aber mich hat das sehr interessiert. Und ich habe da das Geld investiert mit Lizenzgebühren und so weiter, dass ich unverhofft in einem Rechtsstreit, weil mir jemand einen Titel geklaut hat, gewonnen habe. Ne? Also wie gewonnen, so zerronnen, haben sich noch keine 100 Exemplare verkauft, habe nochmal eine Pressemitteilung gemacht. Aber weder hat mich das Studio informiert, und die müssen das ja wissen, wann ihre Filme wo starten, noch scheint an dem Buch deshalb irgendwie ein größeres Interesse jetzt entstanden zu sein. Und ich muss sagen, ich habe mal wieder was Ähnliches erlebt wie damals, als ich die Bücher von die beiden von Takeshi Kitano rausbrachte. Der hat dann danach gerade in der Zeit leider auch nicht mehr die großen Filme gemacht wie Sonatin und so in der Art, sondern so ein paar eher schräge Komödien und sowas. Das kam dann nicht mehr oder gar nicht ins Kino, es kam nicht gut an hier bei uns. Und ich muss sagen, dass dieser Film etwas enttäuschend war. Es gibt sehr gemischte Kritiken und für mich stimmt da einiges nicht, wie die Musik gesetzt wird teilweise. Das abrupte Ende, also die Geschichte ist schlecht konstruiert. Der hat ja jahrelang daran gearbeitet. Ihr wisst vielleicht, dass es im Gegensatz zu manchen anderen Animationsfilmen so alles handgearbeitet ist, entsprechend dauert. Und ich bin ja ein großer Fan vieler dieser Filme wie Mein Nachbar Totoro oder Prinzessin Mononoke. Spirited Away war ganz großartig. Aber hier war auch noch der Punkt, dass vorneweg gesagt wurde, es wäre inspiriert von dem Buch How Do You Live, heißt es auf Englisch. Das habe ich mir dann besorgt und habe gedacht, ja, also vielleicht musst du das übersetzen und rausbringen. Das gab es noch nicht auf Deutsch. Und dann habe ich gezögert und gezögert. Es gibt ja den Spruch, ne, dass man verlorenem Geld nichts hinterher schmeißen soll. Und es wäre ja wieder um Ghibli gegangen. Und Leute, das Buch wird mal kurz erwähnt in dem Film, aber ich habe es ja gelesen. Das spielt keine Rolle in dem Film, kann man sagen. Ne? Da muss man schon über 100 Ecken denken und ich wüsste nicht wie. Also das ist mal an mir vorübergegangen, dieser Kelch. Ne? Fast hätte ich das auch noch an mich gerissen, denn das wäre nicht rechtefrei gewesen. Und der Film hat einige abrupte, sag ich mal, Themenwechsel und will noch mal zeigen, ne, die Fantasie des Zeichners. Aber das ist ein bisschen so, ich werde mir zwar jetzt ausnahmsweise wegen der ausgesprochen guten Kritiken den neuen Haruki Murakami, der mal ein Lieblingsautor von mir war, ne, bis vielleicht zu Kafka on the Shore, bis ich dann das Gefühl hatte, der kopiert sich nur noch selbst und macht so Bücher am Reißbrett, wo man so sagen kann, jetzt handelt er diese sexuelle Spielart ab und dann diese Abnormität und so weiter und setzt auch auf die Skandale. Und ich fand auch seine Sachbücher, etwa zu Aum-Sekte und so, etwas schwach. Und dann hat er angefangen, seine T-Shirt-Sammlung fotografieren zu lassen. Ich glaube, das habe ich alles schon mal erwähnt, aber jetzt hat er ein Buch. Da warte ich allerdings auf die englische Übersetzung.
Beziehungsweise, wenn, dann mache ich das nur als Hörbuch, ist mir viel zu teuer, das zu kaufen, weil ich schon so viele Frustrationen erlebt habe ab einer gewissen Phase, ne, wo der Mann sich selbst kopiert hat. Und ein bisschen ist das so, leider muss ich das sagen, auch wenn es mein Buchverkauf nicht nutzt, dass der Miyazaki das in diesem Buch auch im Wesentlichen getan hat, ne? Also man bekommt so seine Papageien und so seine schwebenden Figuren. Und man bekommt eine Geschichte, die man psychoanalytisch deuten kann, natürlich, die Reise sozusagen in die Unterwelt. Aber das ist für mich auch nicht alles so stimmig gemacht und wie jemand den Tod seiner Mutter verdaut, ne? Aber ich habe mich gefragt, das ist jetzt ein paar Tage her, ob dann so eine Art Nachklang ist bei dem Film, und das ist nicht der Fall. Es ist keine angenehme Rätselhaftigkeit oder irgendwas ausgelöst worden, sondern es ist dabei geblieben, ne? Der Film war auf einmal zu Ende. Und ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass da ein paar japanische Kinder in diesem Kino waren hier in Thailand, und die haben da an Stellen gelacht, die ich gar nicht so komisch fand. Das heißt, man müsste dann nochmal fairerweise fragen, wie Kinder diesen Film wahrgenommen haben. Aber das war auch nur, sage ich mal, bis zum ersten Drittel, dann war da nichts mehr. Ja, so viel also zu Der Junge und der Reiher. Also, ich muss mal selbst überlegen, ob ich noch einen besseren Titelvorschlag finde, aber dazu ist es ja zu spät. Und diese Verleihe haben sich auch nicht bei mir, nicht mal zurückgemeldet, ne? Also, Leute, Leute. Ja, vielleicht hätte einem das Buch noch ein bisschen Lust gemacht, dann zumindest auf die anderen Filme. Aber mit dem Film würde ich auf keinen Fall anfangen, wenn ich noch nichts von Studio Ghibli gesehen habe, ne? Also ich glaube, da muss der alte Mann noch mal ran, wie das so ist, ne? Die verabschieden sich, die Künstler, und dann kommen sie doch noch mal wieder. Da wird ihm nichts anderes übrig bleiben. Aber ich habe ja auch von Toshio Suzuki, der uns die Kalligrafie gemacht hat fürs Cover, ein Buch gelesen über die Arbeit in diesem Studio. Und ich kann mir gut vorstellen, dass niemand es gewagt hat, ihn auf diese Lücken und Schwächen des Films hinzuweisen. Ne, so ist es halt in Japan. Und da kriege ich jetzt vielleicht mal den Bogen zum Zen, ne? Das ist halt ritualisiert, und da ist der Sensei, der große Meister, oder der Roshi halt auch irgendwie unantastbar. Das hätte dem Film gut getan, vorab Kritik. So.